Leute, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Manuel, willst du auch Hallo sagen? Das Wetter sieht richtig geil aus. Wir haben hier, ich schätze, 20 bis 30 Knoten am See. Also richtig geile Bedingungen, um Slalom zu trainieren. Und ich werde gleich mal mein neues 7er Avanti-Segel aufbauen. Ne? Jo, wir werden richtig reinkacheln, Freunde. Mein Bruder wird sich ein noch kleineres Segel aufbauen. Und dann wird Gas gegeben. Jetzt schauen wir uns mal einmal die Bedingungen an. Und dann geht's zurück zum Auto. Aufbauen. Ich zeige euch, wir packen einfach zusammen das neue Segel aus, ist ja noch original verpackt. Alter, was ein Sturm. Und dann trainieren wir ein bisschen. Oh, es wird richtig kalt. Auf jeden Fall beim letzten Mal, als wir hier waren, da hatten wir so 15 Grad Lufttemperatur. Oh, hier ist Pfütze. Und heute sind es so gefühlte 5, 4, 3 Grad. Ich habe nur ein 4-3er Neo, keine Sturmhaube. Wird also sehr interessant. Da unten ist schon mein Dad, der das Kamerazeug aufbaut. Und ja. So Leute, ich zeige euch einmal kurz, was wir jetzt hier aufbauen. Wir haben hier brettmäßig einmal das 119er und das 99 Liter Nove Nove Brett. Und was die Segel angeht, bauen wir auf einmal das hier. Ein nagelneues 7.0er Avanti und das 6.6er Freeride Segel. So Leute, Geruchsprobe erfolgreich, so das Plastik. Und jetzt packen wir mal das original verpackte 7.0er Avanti aus. Oh, oh, was für ein edles Gefühl wieder. Nein! Nein! Leute, das Schlimmste überhaupt ist, sich umzuziehen. Der Neo ist komplett klitschnass. Und 3 Grad, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. So, alle Surfer wissen, wie hart es jetzt wird für mich. Jetzt die Hose, jetzt kommt der harte Teil. Seht ihr das hier? Ich möchte das so überzeigen. Das Ding ist komplett klitschnass und eiskalt und Ich werde jetzt mal runtergehen. Surfen. Einmal vorher möchte ich euch das Segel zeigen, weil es so geil aussieht. Schaut euch das mal an. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Für mich ist das Perfektion. Let's go. Vom Wasser und Manuel meint gerade schon, die Aufnahmen sind alle extrem verwackelt. Tut mir leid, wusste ich nicht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen bis hierher.
gleich im Auto werde ich mal drüber sprechen, wie ich die Surf-Session fand. Es war auf jeden Fall richtig kalt, so meine Hände. Also ich habe sie beim Surfen kaum noch gespürt. Halsen konnte ich gar keine fahren, weil die Camber nicht rotiert sind. Also wirklich, es waren stocksteif und es waren irgendwie 30 Knoten Böen und komplett überpowered. Und bevor ich dann, ich wollte auf jeden Fall nicht ins Wasser reinfallen so. Und deswegen habe ich die Halsen einfach bleiben lassen. Hab draußen eine Sicherheitshalse gefahren, ja gut. Und dann drin immer an Land so. Ja, was soll man dazu sagen? War hart irgendwie. Ich bin nur 3 Bahnen gefahren, aber trotzdem, keine Ahnung, voll fertig. Und jetzt geht mein Bruder nochmal raus. Wir haben 16.10 Uhr oder sowas. Heißt, in 5 Minuten ist es hier stockdunkel. Er ist der Meinung, er müsste das jetzt machen. Und ja, mal gucken, was es gibt. Und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Ihr unterstützt mich damit extrem. Vielen Dank. Bis gleich. Keine Kontrolle zu bremsen, also musste ich reinfliegen. Ich hab dir gesagt, mach's nicht kaputt, Mann! So Leute, das war's gewesen mit dem Surftag. Es war richtig hardcore. Ich war das erste Mal auf einem kleineren Avanti-Segel draußen als 8.6, nämlich dem 7.0er, was wir am Anfang ausgepackt haben. Und ich muss sagen, ich bin mega beeindruckt. Es hat ein extrem steifes Segelprofil. Willst du nicht kommen schlachen? Ich habe steif gesagt. Nee, warum? Ach so, mein Bruder ist jetzt ist er ernst. Auf jeden Fall, ich finde es selber lustig. Okay, es ist nicht lustig. Auf jeden Fall, extrem steifes Segelprofil. Und das merkt man vor allem in den Böen. Wir hatten in den Böen heute, ich schätze 30 Knoten, 30, 35 Knoten, Grundwind 20 Knoten. Wie vorhergesagt eigentlich. Und in der Böe so das Segel, so früher bei den Point 7 war es immer so, zieht dir ein bisschen auf das Segel, das Loose Leech fängt irgendwann an so zu flattern und hier ist einfach gar nichts. Es liegt komplett steif in der Hand, ich muss es nochmal sagen. Und es ist ziemlich, das ist einfach geil, es wird einfach immer schneller so. Und ja, ich war jetzt einen Monat oder so nicht normal surfen. Es war alles ziemlich ungewohnt, Halsen ging gar nicht. Das lag daran, dass es war arschkalt und das Segel, muss ich sagen, hat richtig schlecht umgeschlagen so. Das ist relativ normal, wenn man es das erste Mal aufbaut, dass es nicht richtig umschlägt. So, das Profil muss sich erst aufweichen. Und man muss die Lattenspannung einstellen und ich habe unten nicht genug gezogen. Da an der Verlängerung, ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Downhaul habe ich nicht genug gezogen. Aber naja, das mache ich beim nächsten Mal alles besser. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wolltest du vielleicht noch irgendwas sagen? Ja, war auf jeden Fall der geilste Tag im Jahr. Ja, geht ja auch erst seit 2 Tagen. Ich weiß. Ja, wir waren ja gestern schon surfen. Achso, also war bis jetzt der beste Surftag für dich dieses Jahr. Ja. Nicht schlecht. Und dann zu deinem Schleudersturz, wolltest du irgendwas sagen dazu noch? Das war ein kontrollierter Geschwindigkeitsabfallsturz. Geschwindigkeitsabfallsturz? Aber es sah vom Ufer so aus, als ob es einfach nur ein Schleudersturz war, aber du sagst, es war kontrolliert, oder was? Nee, ich hatte keine Kontrolle zu bremsen, also musste ich reinfliegen. Ja, macht Sinn. Ja, war halt total überpowered. War richtig geil. Nice. Wolltest du den Zuschauern noch irgendwas mitgeben? Nee. Habt euch nicht lieb, das Leben ist sinnlos und gleichgültig. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Und peace out. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sollen Sie was da lassen? Einen Daumen nach unten. Korrekt. Und das Abo wegmachen. Deabonnieren und Daumen nach unten. Dankeschön, wir sehen uns Leute. Ciao.